Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal Flo Bowser. Und wie ihr seht, sind wir heute wieder in Trailmakers. Und zwar, heute gibt es eine kleine Challenge. Aber bevor ich euch das erkläre, wenn euch diese Folge gefällt, wie gesagt, ihr wisst, was zu tun ist, flankt den Like-Button und abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt geht's los mit dem Video. Und zwar, gibt's heute ja die kleine Challenge. Ich habe hier mein Handywecker neben mir. Und zwar werden wir die Noob vs. Pro vs. Hacker Challenge machen. Das heißt, wir bauen in einer Minute, in 5 Minuten und in 10 Minuten ein Auto. Die Optik und das Fahrkönnen wird bewertet. Ich bewerte das nachher sogar selber, wie ich das empfinde. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich stelle mir hier noch gerade meinen Wecker. So, eine Minute. So, wir gehen auf Sitz. Okay, 3, 2, 1, los! Und wir müssen jetzt aber hier ganz schnell machen. Hier so einen Block nehmen wir, dann nehmen wir hier so ein. Den machen wir hier so, dann, so. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Also wir nehmen hier solche Lenkscharniere. So, die klatschen wir da und da dran. Dann kommen hier noch die normalen Standardräder dran. Zacker, dann habe ich mir gedacht, wir nehmen uns hier so ein Teil. Das stellen wir dann hier so schräg auf. Dann machen wir das noch nach links. Das kopieren wir jetzt nach hier. Da müssen wir uns wieder die Räder nehmen. Kopieren das. Oh, das war nicht so schlau. So, kopieren das nach da. Dann muss ich hier noch so machen. Nehmen wir so ein Ding. Dann kommen die Motoren. Die Motoren, sehr wichtig, sehr wichtig. Und zwar kommt hier dann ein Drachenmotor hin. So. Und da ist der Timer schon. Damit es fährt, muss ich natürlich noch einen Motor dran setzen. Das ist unser 1-Minuten-Auto, Leute. Naja, also für 1 Minute finde ich es gar nicht mal so schlecht. Wir sehen, es kann fahren. Und es kann richtig gut lenken, Leute. Guckt. Zufrieden mit meinem Auto. Das Auto, als ich mit Trailmakers angefangen habe, hätte ich für das Auto wahrscheinlich, was weiß ich, 20 Minuten gebraucht oder so. Aber das ist ja jetzt nicht mehr so. Okay, also ich würde mir selbst für das Auto eine 3 geben. Ich finde es ganz okay für 1 Minute. Okay, springen wir direkt rüber zum 5-Minuten-Auto. So, es geht los. 5 Minuten laufen schon ein bisschen. So, wir müssen uns hier natürlich auch beeilen. Aber, was war das denn? Wir haben jetzt hier natürlich nicht so einen Stress wie gerade. Ihr wisst ja. So, kopieren wir noch nach hier. Nach da. Dann kopieren wir noch eine Sache nach da. So, dann haben wir den Grundriss schon mal. Dann, ich habe eine richtig gute Idee. Wir nehmen uns hier so einen Kolben. Dann, wusch. So, den setzen wir hier hin. Dann, einen dahin. Und einen hier hin. Und dann konfigurieren wir das. Wir können den ausfahren auf E und können den einfahren auf Q, Leute. Dann machen wir dasselbe nochmal hier, würde ich sagen. So, Einstellung. Was war das jetzt? E. Was habe ich denn hier gemacht? E und Q. So, wir müssen jetzt hier aber mal raus, weil ich hier eben mal einen Fehler beheben muss. So, schon besser. Ist der hier denn noch eingestellt? Ja, E und Q.
Und der hier. E und Q. Nein. Konfigurieren. E und Q. So, dann, jetzt können wir nämlich damit. Ach nee, das war doof, was ich hier gerade gemacht habe. Zwei Leute. Ja, nee, wir müssen die ganze Konstruktion hier nochmal abreißen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, wir nehmen jetzt... Oh, ich habe eine mega coole Idee. Ach nee, es muss ja... Ja gut, wartet mal, Leute. Es stimmt schon, es muss ja ein Auto sein, aber... Jetzt kommt mir hier wieder die Meisteridee, Leute. Und zwar, so, wir setzen hier nochmal sowas hin. Das, ups. So, da machen wir das. Zack. 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 Räder dran geklatscht. Bumm. Bumm. Das sieht irgendwie schlechter aus als das davor. So, dann müssen wir natürlich hier auf die Aerodynamik auch gucken. Das heißt, puff, puff, nein, puff, 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 puff. Das hier ganz oft kopieren, puff. Dann kopieren wir das nochmal nach oben, nach hier. Oh Leute, ich habe eine geile Idee. Mal kopieren, 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 kopieren. So, das sieht doch schon besser aus. Dann nehmen wir uns hier den Motor. Ups. Setzen dann einen dahin, dann noch einen nach hinten kopieren, noch einen nach hinten kopieren. Dann müssen wir den nochmal kopieren. So, dann so und so. Dann muss ich einmal auf das hier. Dann muss ich hier so einen Wissenschaftlerblock hinsetzen. So, den aktiviert man, wenn man W drückt. Der ist richtig cool. Ihr werdet es gleich auch noch sehen. Dann nehmen wir uns hier so einen Lufteinlass, Leute. Alter, das sieht doch schon mal krass aus, der Lufteinlass. Oh, wir brauchen auch eine Auspuffanlage, Leute. Aber... bevor wir das machen, wir nehmen uns den Antrieb. Jetzt hier sind 25 Sekunden. Wir müssen uns hier mal übelst beeilen. Und ich glaube, das ist ganz okay. So. Dann, ja. Das ist in Ordnung. Oh, nein, nein, nein. 10 Sekunden. Wir nehmen uns hier noch einen Block. Bitte, bitte, bitte. Schnell, schnell, schnell. Mann, ich kann doch sonst so schnell bauen. Warum mache ich das denn hier nicht? Und der Timer ist vorbei, Leute. Zack, ich muss das hier nur einmal noch gerade machen. Wartet mal. Ups, jetzt habe ich das nochmal kopiert. Wir müssen das hier nur einmal gerade machen. So. Der kommt da dran. Dann müssen wir nur noch den hier einmal gerade machen. So, nochmal so drehen. So, dann haben wir das so. Und Leute... ist es. Wir fliegen. Und ja gut. Und ihr seht, dieser Wissenschaftlerblock, wenn wir W drücken, der macht das. Ja gut. Das hat jetzt nicht so gut geklappt mit meinem Schwebblock. Ja. Wir starten zum 10-Minuten-Auto. Ich muss nur noch hier einmal das löschen, weil das war ja wirklich richtig schlecht hier von mir. Aber jetzt! Boah, das ist doch gut, Leute. Guckt. Okay, starten wir zum 10-Minuten-Auto. So, Leute, jetzt wird hier fleißig gebaut. Konzentration. Wir haben ja jetzt... ganze 10 Minuten und ich würde sagen, in den 10 Minuten habe ich eine mega coole Idee, und zwar bauen wir in diesen 10 Minuten
ein Möhnpott Racer, Leute. Und zwar, so, dann müssen wir das hier einmal drehen. Ganz genau so. Und Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, kann ich schnell bauen, ja oder nein, Leute. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Aber jetzt müssen wir uns hier konzentrieren. Und zwar nehmen wir uns so einen Block. Drehung. Den setzen wir hier dran. Dann da dran. Der muss aber... Ja, Leute. Ja, Leute. Wir machen das so. Wir kopieren so einen nochmal. Dann. Oh ja. Dann machen wir dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Das sieht halt schon ultra krass aus, ne? Naja, ich will mich ja jetzt nicht hier selbst loben, aber ich finde es cool. So, wir färben jetzt hier erstmal die Blöcke. Das machen wir so. Das gleiche machen wir hier. Ey, was sollte das denn? So, setze ich den halt wieder hin. Ist ja hier auch kein Problem. Dann, puff, puff. Hä, warum macht er das denn immer? Was soll denn das? Ich habe doch gar nichts gedrückt. So, machen wir das eben nochmal. Hauptsache, es funktioniert irgendwann. Weil guckt, Leute, ich drücke jetzt nur auf den Block. Ah, jetzt hat es geklappt. Warum auch immer. Warum auch immer gerade nicht. So, den machen wir in dunkelgrün, Leute. Oh. Das machen wir in dunkelgrün. Und, ach, jetzt verschiebt er das hier schon wieder. Das hier. Okay, aber jetzt kommen wir ja zur eigentlichen Technik. Und zwar setzen wir hier nochmal so ein Dingsbums hin. So, dann kopieren wir das hier. So, das stimmt. Ja, ja, ja. Das sieht doch mal richtig geil aus. Okay, eins nach hinten, eins nach hinten. Dann brauchen wir hier einen Verbindungsblock, Leute. So, zack. Boom. Den machen wir in der Farbe. Dann müssen wir den Block nochmal kopieren. Nochmal kopieren. Den ziehen wir jetzt hier rüber. Ja, 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 Leute, das nimmt Form an. Das gefällt mir. So, dann müssen wir jetzt das Feld hier ausfüllen. Das heißt, so, der wird natürlich hier schön in grün gemacht. Bam. Kopierung. Zack. Boom. Okay, und jetzt müssen wir das noch irgendwie ausgefüllt kriegen. Und ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. So, wartet, wir machen das nochmal weg und das nochmal weg, weil ich habe jetzt hier eine bessere Idee. Und zwar machen wir das mit dem. So, der wird hier grün, ups, grün gefärbt. So, dann... Setzen wir davon noch ein paar hier hin. Zack. Nein, 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 nein. Das war nicht so gut. Ja, das ist die Idee, Leute. Den machen wir auch in grün. So. Und hier rein muss ein 3x2 Block. Haben wir den auch? 3x2 Block. 3x. Nee, den haben wir nicht. Ah, doch, wir haben den doch. Also nicht direkt, aber so. Boom, die Sonne nervt hier gerade ein bisschen bei mir. Dann, ja, würde ich hier einfach mal so, Leute, wartet. Was wäre das denn jetzt? Ah, schon besser.
So, den kopieren wir dann nochmal hier hin. Dann färben wir hier alles in grün. So, das soll ja schließlich auch cool aussehen. Ich rutsche gerade von meiner Maus ab. So, das kopieren wir. Uff. Das müssen wir dann hier wieder hinsetzen. Stimmt das auch? Ja, das stimmt. Nein, warum kopiert der das nicht? Leute, das ist nämlich die geniale Idee hierbei. Und zwar, wir nehmen uns jetzt hier so einen Drachenmotor. Zack, den packen wir hier dran. Noch ein paar mehr. So, das Ding soll ja auch ordentlich Speed haben. Dann machen wir das hier alles in... Geht das? Oh, ich kann den Drachenmotor grün färben. Cool. Ey, warum sind die denn immer dann alle verschoben? Herrje. Das kapiere ich immer noch nicht. So, jetzt aber. Okay, wir lassen das mit dieser Grünfärberei. Das sieht nämlich nicht so toll aus. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Wie kann ich das jetzt hier wieder... Nee, also irgendwie muss ich das ja hier zurücksetzen können. Aha, und orange? Nee, das ist rot. Ja, nein. Nein. Ja, gut, Leute, warte ich mal. Wir reißen den Motor hier wieder ab und kopieren den nochmal. So, und jetzt kommt es. Jetzt kommt es, Leute. Jetzt kommt es. Wir nehmen uns die Minischubdüse. Machen so. Uff, uff, uff. Wir haben übrigens noch 2 Minuten 40. Das reicht. Uff, uff. Dann wird genau dieselbe nochmal kopiert. Darüber kopiert. Achso, die muss ich ja jetzt drehen. So, dann wird die nochmal dahin kopiert, weil, Leute, die hier kann man auf A aktivieren. Die hier kann man auch auf A aktivieren. Diese hier kann man auf D aktivieren. So, und die auch auf D aktivieren. So, kleiner Test. Run, ich speichere das mal. So. Haha, Leute, wir fliegen. So, und wenn wir sehen, wenn wir A drücken, wird diese Düse da aktiviert und wir fahren nach links. Wenn wir D drücken, fahren wir nach rechts. Also das ist richtig gut gemacht hier. Finde ich jetzt. Aber wir brauchen hier hinten noch Power. Das heißt, ja, hier kommen noch mal mehr Blöcke hin. So. Den machen wir dann natürlich noch grün. So. Dann auf diesen Block, Leute. Auf diesen Block kommt dann eine Drachenjet-Turbine. Zack. Geil. Und die können wir aktivieren auf Space. So. So, kleiner Testdurchlauf wieder. Und, ah, jetzt ist hinten ein bisschen zu schwer. Okay, da weiß ich aber auch, was zu tun ist. Und zwar, oh, 37 Sekunden, wir müssen uns beeilen. Oh, kacke. Wir setzen hier sowas hin. Ja, passt das? Ja, das passt, aber nicht so ganz. Was laber ich hier eigentlich? Ist ja auch egal jetzt. So, den kopieren wir nochmal nach oben. So, zack, das färben wir in grün. Buff, buff. Buff, buff. So, schnell speichern. Zack, buff. Buff. Ja, Leute. Ich habe das in die falsche Richtung gesetzt. Wir müssen das drehen. Oh, Leute, jetzt ist der Timer abgelaufen. Vielleicht habt ihr es gehört. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nochmal hier alle Fahrzeuge im Vergleich, Leute.
Boah, guckt mal, Leute, wie mega cool das, wie wir das hier hingekriegt haben. Oh mein Gott, Leute, das ist so ein richtiger Star Wars Podracer hier. Guckt. Ha, der ist ja cool, der ist besser als mein erster. So einen habe ich nämlich schon mal gebaut, aber der war nicht so gut wie der hier, weil der, da habe ich mich ja wirklich selber übertroffen hier. Von der Optik sieht er auch gut aus, also. Kommen wir jetzt zur Bewertung der Fahrzeuge. Also, wir haben das Fahrzeug. Dann, wo sind denn meine? Ach, Leute, ich kann euch nicht alle Fahrzeuge in der... die ersten zwei habe ich nämlich vergessen zu speichern, deswegen... aber ich zeige euch jetzt das dritte. Das ist nämlich mit Abstand das coolste Ding. Wir haben hier ja so Schwebepods, dass wir fliegen. Dann können wir mit Space die Schubdüse aktivieren. Und wenn wir jetzt A drücken, fahren wir noch da, mit, weil dann diese Düse aktiviert wird hier. Und wir können dann, also wir schweben und können dann damit fahren. Und das ist auch relativ schnell, das Teil, Leute. So, also das ist wirklich, also ich finde das sehr cool, Leute. So, gut, das haben wir nämlich in 10 Minuten gebaut. Und das Coole ist, ich kann auch Berge hoch. Und das noch Bessere ist, wenn ich jetzt mal hier zum Wasser fahre. Wir können über das Wasser fahren und zerschmettert, Leute. Zerschmettert. So, wir machen das nochmal so. Dann fahren wir nochmal eben übers Wasser hier zurück. Ja gut, das geht aber dann um. Naja, Leute, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und abonniert natürlich auch kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Auch noch die Glocke aktivieren, wenn ihr mir zu auf dem Weg zu den 40 Abonnenten helfen wollt. Okay, aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!